Wegen seines engen Verhältnisses zu Wladimir Putin und seiner Jobs für russische Energiekonzerne musste sich Gerhard Schröder einem Parteiordnungsverfahren in der SPD stellen und ist jetzt von seiner Partei entlastet worden. Die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Hannover sieht keinen Grund für eine Rüge oder gar einen Parteiausschluss des Altkanzlers. Ihm sei kein Verstoß nachzuweisen, teilt die Kommission mit. Gegen die Entscheidung kann innerhalb von 2 Wochen Berufung eingelegt werden. Das Verfahren gegen Schröder war von 17 SPD-Gliederungen angestrengt worden. Dem Altkanzler wurde auch vorgeworfen, dass er den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nie verurteilt, sondern lediglich die Kampfhandlungen bedauert habe. Die Schiedskommission erklärt dazu, eine deutlichere Stellungnahme Schröders zum Ukraine-Krieg wäre zwar wünschenswert gewesen, unerträglich für die Partei sei dies jedoch nicht.